Wir befinden uns heute auf dem Online-Karrieretag 2014 in Hamburg und sind gerade am Stand von Dentsu Aegis. Neben mir stehen Ines Zehner und Anja Schmelzer. Ines ist für Employer Branding zuständig und Anja ist HR Business Partner. Ines, vielleicht erstmal an dich. Was macht Dentsu Aegis zu einem guten Arbeitgeber? Also das Kernthema, was wir besetzen und der Riesenvorteil, den wir haben, wir sind ein weltweites Netzwerk. Wir sind eine der größten Kommunikationsberatungen für Mediaplanung und wir beinhalten als Netzwerk 10 Brands. Das sind unsere Kernbrands, diese 5 Marken. Karat ist die erste Mediaplanung in Deutschland gewesen. Und durch diese Vielfalt und durch diese Themen, unterschiedlichen Themen, die wir belegen, bieten wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Brands zu wechseln und in den einzelnen Brands sich zu spezialisieren auf die unterschiedlichen Themenbereiche. Das eben nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern weltweit. Und das macht uns zu einem unheimlich vielfältigen und zu einem sehr weit gefassten Arbeitgeber, der in der Themenvielfalt deutlich vor einer Einzelagentur steht, die eben nur mit einer Thematik betraut ist. Anja, in welchen Bereichen sucht ihr Mitarbeiter? Wir suchen eigentlich regelmäßig in ganz vielen Bereichen und in unseren großen Netzwerkbrands sowie auch in unseren kleineren Brands suchen wir eigentlich immer Leute. Heute speziell haben wir uns natürlich, hier sind ja hauptsächlich Hochschulabsolventen und Young Professionals, haben wir uns darauf spezialisiert, uns nach Hochschulabsolventen umzuschauen, die dann bei uns ein 15-monatiges Trainee-Programm durchlaufen können und dann bei uns in der Kundenberatung tätig werden in Zukunft. Und wie verlief der Tag für euch? Hattet ihr viele Gespräche? Also Anzahl, wir haben es noch nicht gezählt. Die Auswertung werden wir nächste Woche machen. Aber gefühlt, wir hatten sehr, sehr viele Gespräche. Also das Interesse war sehr, sehr groß. Einige Leute kamen wirklich auch, die waren schon vorher informiert. Die wussten genau, wer wir sind, was wir machen. Andere Leute wussten es nicht. Die waren neugierig, offen und haben halt im Austausch mit uns sich informiert, was wir zu bieten haben. Und ja, viele haben schon Bewerbungen dabei gehabt. Also ich würde sagen, es war recht erfolgreich für uns. Stichwort Employer Branding. Was macht Dentsu in diesem Bereich? Wir sind gerade dabei, die Arbeitgebermarke auszubauen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, ein ganz wichtiges Thema, was im Agenturbereich im Moment noch oder in der Agenturbranche noch sehr stark in den Kinderschuhen steckt, einfach dem Bewerber das Unternehmen transparent zu machen und nach vorne zu stellen, welche Möglichkeiten er bei uns im Unternehmen hat oder in unserem Netzwerk. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns jetzt im kommenden Jahr. Und der persönliche Kontakt und eben mit der Arbeitgebermarke ist für uns ganz wichtig. Deshalb sind wir auch heute hier, um uns selbst präsentieren zu können und damit die Kandidaten und die Interessenten einen persönlichen Eindruck von uns gewinnen können. Welche Eigenschaften muss der perfekte Bewerber mitbringen? Ich weiß nicht, ob es den perfekten Bewerber gibt, aber wenn wir jetzt nochmal heute jetzt hier auf die Hochschulabsolventen, also wir suchen neugierige Talente, die offen sind, die sich natürlich für das Digitale interessieren, die zielstrebig, flexibel sind. Das sind so die Hauptsachen, wo wir Wert drauf legen. Vielleicht nochmal abschließend, wie ist dein Fazit von dem heutigen Tag? Was sagst du zum Online-Karrieretag? Also wie Anja das eben schon gesagt hat, ist es für uns sehr, sehr gut gelaufen in Bezug auf das Interesse. Der Tag war den gesamten Tag, der Stand war den gesamten Tag über sehr, sehr, sehr gut besucht. Wir haben viele, viele Interessenten getroffen, die uns kennen und die sich für die Branche interessieren, die auch die Branche kennen. Und wir haben jetzt einen Riesenberg Arbeit vor uns, den wir mit nach Hause nehmen und werden dann schauen, wie viele Talente da tatsächlich wir raus rekrutieren können, aber heute Abend können wir erstmal als Fazit sagen, die Bewerbermappen sind voll, die Pipeline ist gefüllt und wir schauen jetzt, wo da die Überschneidungspunkte sind. Super, dann wünschen wir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und bedanken uns für das Interview.